gute Mr. Eintracht hier. Wir blicken auf das Spiel in Bochum. Wir werden das jetzt so chronologisch ein bisschen durchgehen. Wir schauen uns erstmal die bisherigen Spiele gegeneinander an. Dann gehen wir auf die aktuelle Form. Und dann, wie das Spiel ungefähr ausgehen könnte. Und dann mein Schlusswort. Und Schlusswort ist immer gut, finde ich, weil da kommt so meine Prediction und auch andere Sachen. Aber fangen wir einfach damit an, wie die Spiele bisher gewesen sind. Ja, also wir hatten ja eine ganze Weile nicht gegeneinander gespielt, muss man sagen. Klar, letzte Saison in der ersten Liga hat man, ja, nicht unbedingt so überragend in Bochum gespielt. Da hat man nicht 2-0 verloren. Zu Hause gewann man dafür 2-1. Ansonsten ist das alles eine ganze Weile her. Liegt 10 Jahre zurück. Dementsprechend kann man das einfach schwer bewerten. Und in Bochum tun wir uns gerne mal schwer. Und wir wissen auch, und jetzt kommen wir schon mal einen kleinen Überschwang, dass wir uns gegen unten stehende Mannschaften auch immer schwer tun. Aber nochmal zu Statistiken. 69 Spiele bisher. Humor für 10-Jährige. 88 zu 104 Tore. Aus Bochumer Sicht, also wir haben 104 Tore geschossen, aber ansonsten ist es relativ ausgeglichen. 65 Siege für Bochum, 15 Unentschieden, 29 Siege von der Eintracht. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, was das hier gibt. Spiel, viel spricht für die Eintracht. Ich weiß nicht warum, ich kann daran legen, dass Bochum bisher nur einen Punkt hatte und dementsprechend eigentlich ja wirklich ganz, ganz, ganz klarer Favorit. Die Eintracht ist unsere Eintracht. Ich meine, die haben bisher in 8 Spielen 5 Tore geschossen. Das ist der schlechteste Wert in der Liga. Sie haben 23 Tore kassiert. Das ist der schlechteste Wert in der Liga. Das sagt schon genügend aus eigentlich. Und genau das ist das Gefährliche. Jeder rechnet damit, dass Bochum verliert. Als Eintracht Frankfurt kannst du doch nicht gewinnen. Wenn du gewinnst, ja, gewinnst du halt. Ja, bam. Dann hast du halt 3 Punkte geholt. Juckt keine Sau. Lässt du da aber Punkte liegen und vor allem verlierst du da, dann ist das Gelächter erstmal groß und dann ärgerst du dich auch, denn du hast dann eben nur einen Punkt oder gar keinen Punkt geholt. Und gegen Bochum, no disrespect, muss man in der aktuellen Form einfach gewinnen. Und das ist ein Fakt. Wir müssen da gewinnen. Wie gesagt, no disrespect an die Bochumer. Ich wäre gerne hingefahren, ich kann aber nicht. Und dementsprechend ärgert mich das, dass ich auch Bielefeld und Bochum nicht mitmachen konnte, was Auswärtsfahrten angeht. Aber wie gesagt, und als neutraler Fan dann irgendwann mal. Aber wer weiß, vielleicht kommt Bochum ja nochmal und rettet sich irgendwie, ist hier unten noch knapp, aber Bochum, ach, mit der Leistung aktuell wird es halt echt sehr, sehr schwierig, aber wir wissen auch, es gibt immer One-Hit-Wonders. In der Liga kann man alles schlagen, immer wieder. Und wir haben auch gesehen, was mit Mainz passieren kann. Ja, ein Sieg, dann boom, läuft auf einmal und warum nicht? Ich meine, man muss ja nur 2 Siege in Folge haben und dann bist du auf einmal wieder da unten ein bisschen befreit. Wie ist die Aufstellung? Fakt ist, vorne wird Kolomoani nicht spielen. Habe ich so eine Mutmaßung, ne? Warum muss ich ja nicht erwähnen? Ich gehe davon aus, dass Alario spielen wird, eventuell auch Boré. Ich könnte mir echt vorstellen, dass sie sagen, sie lassen Lindström
für das Spiel in London bei Tottenham wirklich auf der Bank. Kamada vielleicht, weiß ich nicht, wenn er vielleicht zu viel gut ist mit der Verteidigung. Ich weiß nicht, ob Touré schon fit genug ist, aber vielleicht ein Kandidat für die Bank zumindest. Er ist ja schon ins Training eingestiegen, vielleicht wird ein Einsatz zu früh kommen, also Step by Step. Pellegrini wird wahrscheinlich von Anfang an spielen. Vielleicht kriegt auch Mbembe die Chance von Anfang an. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir auch im 4-4-2 spielen, dass ein Christopher Lenz spielt links und Pellegrini da vorne. Knauf wechselt dann nach rechts irgendwie und Pisa Kamada und Lindström auf der Bank, die man in Notfall noch bringen könnte. Also ist auf jeden Fall einiges möglich. Ich könnte mir vorstellen, dass wir bisschen rotieren werden. Da werden wahrscheinlich erstmal viele Aufschrei haben. Wie kann man das machen und so weiter. Aber wenn wir gewinnen, ist dann in Ordnung. Wenn wir verlieren, fragen sie dann, wieso? Nee, 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 kannst du die und die aufstellen? Ey, ganz ehrlich, wenn du mit 8 oder 9 Stammkräften und nur 2, 3 mal ein bisschen wechselst, ey, dann tut es mir leid, wenn du dann trotzdem kein Spiel gewinnst. Musst du machen. Du kannst nicht immer verlangen, dass jeder das komplette Spiel durchspielt. Und ich weiß ja genau, das Geschrei wird schon groß sein, aber so ist es halt. Man kennt ja Social Media. Dementsprechend würde ich sagen, dass wir wahrscheinlich wirklich 4-4-2 spielen, Doppelspitze Boré mit Alario, dass sie auch ihre Einsatzzeit mal bekommen. Wer es verdient, gerade Alario ist ein Top-Mann. Und dementsprechend denke ich mal, so Rode werden spielen. Vielleicht wird man Rode auch einwechseln, aber ich glaube, eher wird Rode ausgewechselt und Mbembe wird hinten raus dann gebracht. Vielleicht zur Halbzeit, vielleicht auch zur 60. Rode brauchen wir definitiv, auch in London. Und dann gehen wir jetzt zu meiner Prediction und zu meiner Kampfansage. Prediction, oh, das wird jetzt ein einfaches Spiel. Auf dem Papier ist das wirklich ein einfaches Spiel. Von der Statistik, was diese Saison betrifft, ist es ein einfaches Spiel. Aber das bringt dir nichts. Wichtig ist, was auf den Platz gebracht wird. Du musst eine Tagesleistung haben, eine gute haben, musst deine Chancen nutzen. Darf nicht so verspielt sein, sondern schieß mal aus der zweiten Reihe drauf, Mann. Hämmert den Ball einfach drauf, hört auf rumzupassen noch. Hämmert einfach drauf, wenn er zur Ecke geht, geht er zur Ecke, dann hat. Ja, aber. Ah, das macht mich manchmal kirrig. Ich meine, klar, wenn es klappt, ist es geil. Wenn du durchkommst, dann bist du frei und machst das Ding wahrscheinlich rein. Aber gegen Bochum musst du einfach früh in Führung gehen, damit die allein schon keinen Bock haben. Je länger es 0-0 steht, desto mehr haben die Hoffnung. Am besten schnell 2-3-0 führen. Das soll ich sagen, das passiert, aber das wäre das Beste, damit da direkt der Zahn gezogen ist. Aber am besten wäre erstmal frühes 1-0, damit du Ruhe hast. Dann hast du das 1-0 und kannst, das sollst du aber trotzdem gegen Bochum mit Abwarten spielen, sondern direkt auf 2-0 gehen, aber kannst entspannter auf das 2-0 gehen. Und darum geht es. Und ich denke trotzdem, dass wir gewinnen werden, aber ich glaube, das wäre das erste Spiel nach langer Zeit. Wenn wir das verlieren, bin ich sad. Dann bin ich mehr drauf. Doch, doch, doch. Dann glaube ich schon. Ich werde nicht sauer sein, dass ich irgendwie auf die Fresse haue, das definitiv nicht. Aber ich glaube, ich werde schon leicht pissed. Und denkt daran, wenn ihr das sehen wollt, ich bin live. Ihr könnt es live miterleben, wie ich dann drauf bin. Ja, Mann. Wow. Wird das geil, Alter. Let's go. Und so motiviert, wie ich gerade bin, mache ich keine Kampfansage in Richtung Bochum. Ich habe gegen Union Berlin eine Kampfansage gemacht. Ich habe gesagt, Union ist Tabellenführer bis zu dem Wochenende. Dann nicht mehr, weil Dortmund gewinnen wird. Und die Eintracht auch. Ja, 50% ist eingegangen. Wir haben das wichtigere Spiel, die wichtigere Sache ist eingegangen, dass wir gegen Union gewonnen haben. Sorry an alle Unioner. Klar, Dortmund hat verkackt, das wäre jetzt korrekt gewesen. Aber hey, so eine Kampfansage war ich gegen Bochum nicht. Nee, 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 nee. Weil das Ding gegen Union ist, die Kampfansage kann man gut nehmen. Ich kann immer noch sagen, ja, in Ordnung. Hab meinen Mund zu voll genommen, aber ich habe daran geglaubt, gegen Tabellenführer zu gewinnen. Gegen Bochum eine Kampfansage zu machen? Nee, 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 nee. Damit kann ich nur auf die Fresse fallen. Das mache ich nicht.
Also wenn Bochum gewinnt, ja, dann kriege ich es komplett zurück. Hätte Union gewonnen, jetzt am Wochenende wäre es nicht so schlimm gewesen. Dann, ja, Union ist so oben, ja, bla bla, ne? Aber gegen Bochum kannst du mit großen Kampfansagen, sagen, mit einer großen Fresse, nur auf die Fresse fallen. Ich kann nicht als Gewinner hervorgehen. Gegen Union bin ich für sie als Gewinner hervorgegangen. Aber gegen Bochum, ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Außerdem weiß ich, wie unsere Eintracht gerne spielt. Ne, ne, ne. Der Robin Hood der Liga. Man nehme von den Reichen und gebe es von den Armen, ne? Gebe es den Armen, ja. Es wäre so erst nicht das erste Mal, dass man Aufbaugegner sind. Okay, die Angst war gegen Stuggi auch da. Gegen Stuggi haben wir 3-1 gewonnen. Bam. Wieso können wir das in Bochum genauso machen? Einfach bam. Aber auch das in Stuttgart war ja live dabei. Wir haben den Deckel nicht drauf gemacht. Der hätte so schief gehen können. Gerade als sie es 1-2 gemacht haben. Bitte lass in Bochum mich ein bisschen Nerven sparen. Ich habe keinen Bock im Livestream meine Nerven kaputt zu machen. Ich meine, sei dabei, werde ich jetzt, müsste unten verlinkt sein. Ganz wichtig, schaut vorbei. Und dann sage ich Arrivederci. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns, sehen uns. Ja, dann die Tage zum Videos, zum Livestream. Eure Prediction hier unten rein. Kein Versager gesagt, gibt es diesmal nicht. Aber worum? Gibt alles. Dann könnt ihr vielleicht einen Punkt holen. Aber bitte macht das bei anderen Spielen. Von mir aus könnt ihr 32 Spiele gewinnen. Aber die beiden gegen uns nicht. Bitte, mehr ganz lieb. Arrivederci, bis dahin und ciao, ciao.